So, glaubst du, bei uns in Essen, das wollte ich noch unbedingt erzählen, ne? Das ist die Stadt, von wo ich wegkomme, da kacken sie überall hin. Das ist die Stadt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Sie hier in Duisburg ist, aber bei uns in Essen, ne, überall wird sie die Aahaufen von der Hundeschaft gewahr, ne? Und das Schlimme ist, dass man damit nicht nur optisch konfrontiert wird, sondern auch nasal, nicht? Und das Allerschlimmste ist, wenn man Opfer wird von so einer Tretmine. Ja, ich musste die Tage, musste ich nach Essen-Rückenscheid in der Friederikenstraße geschäftlich was erledigen, ne? Und zwar musste ich für einen Bekannten, der jetzt ganz plötzlich verstorben war, den sein letztes Hemd aus der chemischen Änderungsschneiderei abholen, ne? Ja, der hatte das da kurz vor seinem Tod abgegeben und wollte das nochmal General überholen lassen, ne? Ich meine, sicher, er kann es jetzt nicht mehr gebrauchen, aber komm, bevor das da blöd rumhängt und er noch Ärger kriegt, ne? Habe ich mir gedacht, Herbert, den Gefallen bist du ihm mindestens noch schuldig. Und ich meine, wir haben ja auch die gleiche Größe, ne? Auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Anliegen. Ich steige da aus der Bahn raus, da Friederikenstraße, Eckart-Zazilienstraße, da wo der Harry Schick seine Kneipe hat, ne? Hör mal, und denk noch so beim Austreten aus der Bahn raus, oh, die Friederikenstraße, das ist aber ein geschmeidiges Pflaster, ne? Und ich gehe praktisch wie auf Wolken in die chemische Änderungsschneiderei rein. Da werde ich auf einmal auf einen Muff aufmerksam, aber erhöhten Kalibers, ne? Ich sag zu dem Besitzer, da zu den Kostas Klopzis, hör mal, was habt ihr denn hier für ein Snölk in der Hütte? Seid ihr bei der Reinigung von Chemie auf Öko umgestiegen? Das riecht ja irgendwie um Öko-Klo. Da müsst ihr draußen mal Dixie dran schreiben, ne? Da guckt er mich so an und sagt so in seine lockere griechische Art, du hast das Scheiße an Schuhen. Was soll ich Sie sagen? Der Mann hatte recht, ne? Wie er sich dann so nach dem Hemd umdrehte, fiel mein Blick auf einen Gummibaum, den er da wohl, vermute ich mal, aus dekorative Zwecke im Geschäft gepflanzt hatte. Ich denke, jo, du kommst mir gerade recht. Da habe ich den Baum erstmal von meinen Fußsohlen einen Abstrich verpasst, ne? Ja, nun komm, so ein Baum, der kann doch durchaus eine Portion dumm vertragen. Da quält man doch keinen mit. Und ich meine, wenn sich einer auskennt mit der Reinigung, dann noch die von der chemischen Änderungsschneiderei, ne? Auf jeden Fall, ich komme da raus aus dem Laden und zack, rein in die nächste Tretmine, die ein Köter da gerade frisch abgelassen hatte. Aber das ist mir nach ein paar Metern aufgefallen, dass die gesamte Friederikenstraße von oben bis unten zugeschissen war. Und in dem Zusammenhang ist mir nämlich nochmal aufgefallen, wie doof Hunde da eigentlich sind. Ja, zu doof zum Kacken, wie man so schön sagt, ne? Im Gegensatz zu Katzen, weil die wissen genau, wo es hingehört. Die machen nämlich nur dahin, wo sie entsorgt werden können. Aber dann liegt doch meines Dafürempfindens nach, liegt das doch nur an die Halter von die Viecher. Gucken Sie mal, die bringen den Kötern allen möglichen Scheiß bei, ne? Mach Männeken, hol Stöckschen, beiß ihn kaputt, lüg mich nicht an, ne? Ja, anstatt sie wieder mal drillen auf Hygiene, ne? Wie verkneif dich das? Halt ein, zieh ab, ja nu, das musst du doch unter eins auch alles lernen. Das gehört doch praktisch zu einer Gesellschaft mit dazu. Ich sag mal so, da muss der Hund sich nicht wundern, ne? Da er in der sozialen Schicht ganz unten angesiedelt ist und Steuern zahlen muss, ne? Ich sag sie, Hunde, das ist eine Lebensform doch, ne, ehrlich, aber komm.